Wie ihr bestimmt im Titel gesehen habt, ist das hier nicht funktionabel. Aber erstmal kommen wir dazu, was ist das? Ja, das ist ein Diskettenlaufwerk. Und zwar ein Original-Diskettenlaufwerk aus einem Amiga 1200, das ich über eBay gekauft habe. Für 20 Euro. Ja, ist nicht gerade günstig, aber günstiger ging es nun wirklich nicht. Bei den Preisen, die teilweise aufgerufen werden, ist das eigentlich noch recht günstig gewesen. Und im Hintergrund läuft mein 3D-Drucker, weil ich da noch was machen will. Das dauert ewig, bis das fertig ist. Das ist halt ein Original. Shinon oder Scheinen oder wie auch immer, FZ357 Made in Malaysia. Es ist ein DD-Laufwerk. Ich habe schon gegoogelt. Angeblich kann man das auch zum HD-Laufwerk umbauen und dann hätte man am Amiga 1,78 MB. So habe ich ja nur 880 Kilobyte. Ist egal. Ich lasse es erstmal so, wie es ist, auf DD. Erstmal gucken, dass ich das wieder zum Laufen kriege, denn der Verkäufer meinte, es hat Lese-Schreib-Schwierigkeiten, Fehler, wie auch immer. Und da gibt es genug Anleitungen, wie man sowas reparieren kann bei diesen alten Teilen. Das ist hier aber noch ein bisschen was anderes. Ich habe schon aufgehabt, sonst hätte ich das Titelbild nicht machen können. Ich mache es jetzt mal auf. Ich weiß schon, wo dran es liegt. Das werde ich erstmal beheben. Er meinte wohl, die Köpfe müssen wohl mal gereinigt werden. Ich denke mal, an den Köpfen reinigen wird es nicht nur liegen. Die müssten zwar gereinigt werden, aber es hat ein ganz großes Manko, und zwar in der Mechanik. Ja, ist ja gut da oben. In der Mechanik. Und zwar ist das zu locker. Jetzt zeige ich euch mal, was ich meine. Ich gehe jetzt nur hier mal hin. Seht ihr das? Hier ist noch nicht mal viel Druck. Und zwar liegt das hier zu locker drinne. Der kann den Kopf gar nicht exakt positionieren, wenn das so locker ist. Das reicht ja schon aus, dieses Spiel da drinne. Es ist viel zu viel Spiel. Und eine Sache kann ich an diesem Laufwerk auch nochmal zeigen, weil ich hatte es ja erklärt mit den Spuren, dass die Köpfe ja versetzt sind. Dass der eine da liest und der andere da liest. Auf eine Position. Das kann ich hier an diesem Laufwerk gut zeigen, an den Köpfen. Und ich muss erstmal die Mechanik fertig kriegen. Dazu muss ich das erstmal auseinandernehmen. Nee, muss ich gar nicht. Das kann ich so. Doch, das nehme ich mal auseinander. Weil dann kann ich euch das mit der Köpfe schon mal zeigen. Was ich da meine. Ne, das war jetzt nicht gewollt. Die Schraube runtergeknallt. War jetzt so nicht gewollt. Und die zwei. So, zeige ich euch mal das Innenleben. Also laut Internet lässt sich das auf HD umbauen. Und vielleicht werde ich das noch mal irgendwann tun. So muss ich hier die Feder rausnehmen. Ach so, das könnt ihr ja gar nicht sehen. Bei dem Laufwerk muss ich die Feder rausnehmen. Die ist hier eingehakt. Einmal da und einmal da hinten. Und kann dann das rausnehmen und schon sehe ich da das halbe Innenleben. Dann kann ich das Ding auch rausnehmen und schon habe ich das Laufwerk in der Hände und habe hier Zugang. Jetzt soll ich mal was gucken.
J2. J2 hat 0 Ohm, ist gebrückt. Okay. So, bei den Köpfen, ja, das ist jetzt die Köpfe, ich versuche es mal so zu zeigen. Ja, mal erklären. Die Köpfe sind aus Keramik. Aus polierten Keramik oder Kunststoff. Eins von beiden. Und ihr seht einen schwarzen Strich. Und dieser schwarze Strich, das ist der eigentliche Lesebereich. Schreibkopf. Wird wohl ein ferromagnetisches Konstrukt sein mit Spulen dran und, um den Impulswechsel von Nord auf Süd auch zu detektieren mit Stromfluss und hast du nicht gesehen. Aber wenn die jetzt übereinander liegen, kann ich euch das mal von der Seite zeigen. Wenn sie fokussiert. Fokussier da rein. Mach doch. Kann man das, ich hoffe, man kann es erkennen. Sie sind versetzt. Man kann es ja von der Seite sehen. Und sie sind auch federnd gelagert. Sie reiben auf der Scheibe drauf. Aber seht ihr das? Die Köpfe liegen nicht exakt aufeinander, sondern genau so, wie ich es beschrieben habe. Einer vorne, einer hinten. So. Und hier ist halt das Problem, dass diese ganze Mechanik locker sitzt. Und das darf nicht sein. Das muss wirklich perfekt fest sein. Jetzt muss ich mal gucken. Nehmen wir mal den Kopf nach vorne, weil den Track 0 Sensor, den werde ich jetzt nicht abschrauben. Ich werde hier nur eine kleine Feder. Jetzt kann ich den hier drüber bewegen. Wenn ich abschrauben. Und einmal das abnehmen. Da ist die Feder. Ich muss ihn nachher auch noch mal wieder justieren. Das Dreck drauf. Ja. Ah, es ist reingepresst, verdammt. Ich kriege ihn gar nicht so ab. Ja, die Feder hier hat ein bisschen nachgelassen. Die drückt nicht mehr, aber ich werde mal das Fett abmachen. Fett sauber, also Fett entfernen und dann neu schmieren. Komm her. Dann werde ich das auch mal justieren. Erstmal diese olle kleine Feder. Das ist ja schon schwarz, das Zeug. Und hart. Aber mit den Köpfen justieren, da komme ich auch noch mal zu, das hatte ich auch schon mal gezeigt, wie ich das noch mal anders mache. Bei dem hier kann ich es machen, da weiß ich, wo ich gucken muss. Es gibt aber bei dem anderen, wo ich das gemacht habe, wüsste ich jetzt nicht,
aus dem Stegreif, wo ich da gucken müsste. Um das zu machen. Besser geht es, wenn ich das mit Tuch mache. Wo habe ich jetzt das? Ja. Ich wollte eigentlich Feuchttuch nehmen, dann nehmen wir das hier. Da müsste ich den Motor rausnehmen. Ah, ich schraube den Motor ab. Den Motor raus. Was soll passieren? Außer dass nachher alles nicht mehr stimmt. Aber das kriegen wir ja hin. Nehme ich den Motor raus. Und dann kann ich die Spindel auch ein bisschen besser sauber machen. Könnt ihr jetzt nicht sehen. Einmal sauber und ja, okay, muss ich aufpassen, da ist ein winziges Kügelchen, das kommt da noch rein. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Sogar ein Kugellager. Ja. Kommt da noch ein Tropfen Öl ran. Aber hier. Frisches Fett nachher ran. So rum. Ja. Gut. Wieder drin. Grob ausrichten. So in etwa war es dran. Hat.
Das ist noch leicht verdreht. Ich weiß ja ungefähr, wie es war. Ungefähr so. Könnt ihr jetzt nicht sehen. So. Das ist erstmal wieder dran. Und bei manchen von diesen Chinon-Laufwerken, wie auch immer, sind hier drei Elkos an der Seite. Hier ist jetzt ein Elko. Und wenn ich jetzt erstmal gucke, was sagt dieser Elko, der sitzt da hinten. Der stabilisiert nur die Plus-Minus-Spannung. Die 5 Volt, nicht die Plus-Minus-Spannung. So. Der könnte noch okay sein. Ich lasse ihn erstmal drin. Eventuell muss ich ihn auch ausbauen. Also auslöten und tauschen. Was steht denn da? Kann ich das lesen? Jetzt schon? Naja, nur 85 Grad und das war's. Mehr kann ich nicht lesen. So. Aber einmal auch das Innenleben von dem Laufwerk ein bisschen sauber machen. Was brummt hier komisch? So. Das ist schon mal sauber. Die Schräglesekörper sauber machen. Kommt man jetzt hier schön dran. Einmal rundherum. Den ganzen Staub. Den ganzen Sheet. Und Haare. Gut. So. Also schon mal weg. Jetzt die eigentlichen Köppel sauber machen. Der untere ist ja relativ fest. Oh, da kommt sauber raus. Und der obere, der ist gefedert. So. Sieht gut aus. Noch einmal trocken. Ich werde das nachher auch im Amiga reinsetzen, beziehungsweise ins externe Laufwerk.
Und davon kann ich ja in dem Sinne da nicht booten. Ich habe den Amiga jetzt so weit zusammengeschraubt. Geht jetzt erstmal nur extern. So. Das ist jetzt aber im Großen und Ganzen schon mal fertig. So, und jetzt das Fett. Das hatte ich. Sollte erstmal ausreichend sein. Auf die Seite kommen wir noch. Ah, ist ein bisschen viel, macht aber nichts. Das wird sich noch abändern. So, dann muss ich mal gucken. Jetzt habe ich die Feder ein wenig gebürcht. Ein bisschen doll. Egal. Vorne bitte. Und das kommt so rum. Guck mal hier, du alte Schraube. Immer noch locker. Nee. Müsste ich dem mal 5 Volt geben. Habe ich jetzt das Kabel hingepackt? Ich habe hier fürs Netzteil 5 Volt. Ja. Es hat sich was getan. Passt. Machen wir mal 5 Volt weg. Also, es wackelt nicht mehr. Ich gehe mal dichter. Wenn ich viel mache, ist klar, aber wenn ich nur leicht, so wie vorher, wackelt das nicht mehr. Das wackelt hier nicht mehr hin und her. Ja, ist klar.
Aber jetzt noch mal 5 Volt geben, dass er den Kopf bewegt. Gut. Ist auch wegen dem Fett, da muss ich das nicht mit der Hand machen. Aber jetzt kann er den Kopf auch wirklich positionieren. So. Und wegen Justieren komme ich jetzt noch mal drauf zurück. Da gibt es Testpunkte. Ich gehe mal hier hinten hin und zoome mal drauf, was ich meine. Ja, und zwar dort und dort kann ich mit dem Oszilloskop gucken und die Amplitude auf Maximum stellen, wenn ich am Motor drehe, dass er wirklich auf dem Track ist. Wenn die Amplitude auf Maximum ist, auf beiden Köpfen, ich versuche das mit beiden Tastköpfen gleichzeitig zu machen. Das löte ich mir hier 2 Kabel an. Hau das Oszilloskop dran und guck, ob die Amplitude passt. Ob wenn ich hinten jetzt am Motor drehe, hier, noch mehr. Ja, hier den Motor verdrehe und damit die Köpfe hier minimal vor und zurück, dass er direkt auf dem Track drauf ist. Und wenn die Amplitude am höchsten ist, dann sollte es passen. Dann sollte das auch alles lesen können. Hier ist noch ein Elko. Der könnte eventuell ja, der ist für die Köpfe zuständig. Dieser Elko, der stabilisiert die Spannung an den Köpfen. Was ist denn das für eine? Kann ich das sehen? Ich lasse es erstmal so, wie es ist. 16 Volt 22 oder 2,2? Ich glaube 22 Mikrofarad. Habe ich da was in der Art? µ 50 Volt, ja, der ist aber größer. Also jetzt nur, wenn es nicht gehen sollte, dann werde ich ihn tauschen. Ansonsten lasse ich ihn jetzt erstmal drinne. Ich werde das jetzt erstmal zusammenbauen und erstmal so testen, ob das so hinhaut. Und dann werde ich das mit dem Oszilloskop vorbereiten. So, der Zusammenbau ist jetzt wieder ein bisschen komplizierter, weil diese Plastikdinger, Moment, diese Plastikdinger, die müssen da jetzt wieder irgendwie so rein und dann muss das da richtig positioniert sein. Ich habe das schon einmal abgehabt. Naja, gut, ich werde das mal zusammenbauen. Obwohl, könnt ihr mal zugucken. So. Die 2 Schräubchen. Klein. Schraube ich das nochmal zusammen. So.
eine Schraube hin. Versteckt sich da. So. Wer doch gelacht. Das Kettenlaufwerk kriegen wir doch immer noch wieder zusammen und wieder zum Laufen. Solange nichts abgebrochen ist, sollte das funktionieren. So, und jetzt muss ich diese Dinger da wieder drin positionieren. Das kann ich euch jetzt schlecht zeigen. Nicht richtig. Das richtig, das richtig. So. Gut. Die Feder. So. Gut. Dann habe ich hier schon. Da muss ich jetzt noch einmal löten. Nö. Das ist gut. Der 12 Volt ist ab. Das hier passt nämlich genau da rein. Das ist wie gemacht dafür. Ich ziehe jetzt hier nur eine Stückleiste ab. So. Die 5 Volt sind noch dran. Und jetzt kann ich das schon mal an den Amiga stecken und gucken, ob das läuft. Naja, gemacht dafür ist es nicht ganz, aber fast. So, dann werde ich das mal vorbereiten und dann sehen wir uns nachher gleich wieder. So, ihr müsst verzeihen, ich zeige euch jetzt nicht das Justieren. Ich wollte es euch zeigen und in dem Moment habe ich mir das Laufwerk geschrottet. Es läuft wieder. Zum Glück ist da nicht viel passiert. Es war nur die Gabellichtschranke, die hier kaputt gegangen ist. Die hier. Zum Glück nur die. Alles andere läuft. Da habe ich jetzt was reingebastelt. Sagen wir es mal so. Ich habe noch eine gefunden von irgendeinem anderen Laufwerk, die ich mit einem Seitenschneider getrennt habe, damit sie auseinanderkommt. Ich zeige euch da nichts weiter. Ich lasse das Laufwerk jetzt so, wie es ist. Es ist justiert. Es ist zusammengebaut. Ich mache da nichts weiter. Ich mache jetzt nur noch einen Deckel drauf. Bau das in den Amiga und dann läuft das. Ich habe es eben ausprobiert. Startet die Workbench einwandfrei durch. Ich habe es auch mit einem Oszilloskop abgejustiert, mit den Testpunkten hier hinten auf Maximum Amplitude. Passt wunderbar, ich lasse das so. Ich fummel da jetzt nicht dran rum. Ich will das nicht noch mehr kaputt machen. Es hat mir schon gereicht. Ich war hier extrem angepisst, dass mir das kaputt gegangen ist, nachdem ich da versucht habe, euch das irgendwie zu zeigen. Und nee, mache ich nicht. Müsst ihr mir jetzt glauben, das funktioniert. Habe ich jetzt so gemacht. Und im nächsten Video komme ich nochmal zur Speichererweiterung, weil da gibt es noch was zu erzählen, wo ich die Batterie gegen die Knopfzelle getauscht habe. Da muss ich auch nochmal ein Video drüber machen. Das kommt als nächstes. Gut, dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.